Genau, und dann habe ich jetzt gerade mal geschaut, was noch so für Anfragen kommen. Also wir haben jetzt gerade schon festgehalten, also wenn das Kind einfach nicht trocken werden möchte, also wenn es da Probleme gibt, wäre der erste Schritt zu probieren, ob es mit Stoffbinden schon mal geht, ne, als Zwischenschritt. Wir haben dann auch nochmal den Fall auf, dass die Kinder schon trocken waren und dann fangen sie aber wieder an einzunässen meistens, ne? Und die Eltern wollen dann entweder keine Windel, also haben Sorge, dass wenn die dem Kind jetzt wieder eine Windel anbieten, dass das halt ein Rückschritt ist und die dann nicht mehr trocken sind. Oder die Kinder sind so, dass die sagen, nee, Windel geht jetzt aber gar nicht mehr, ne? Und dann kommt so die Anfrage an uns oft, okay, entwickelt doch ein Produkt oder was könnt ihr mir anbieten als Produkt, was sich nicht anfühlt wie eine Windel? Da sind wir dann schon immer schnell bei und sagen, okay, hier Trainerhöschen, ne? Ich habe jetzt hier mal, das ist jetzt aus Wolle, wir haben die auch aus Baumwolle und dann ist halt entweder die Einlage selber mit Nässeschutz bei den Baumwollhöschen oder halt ohne. Dann wird es gefettet und dann hat man halt eine dünne Einlage hier. Der Haken ist aber, dass ich natürlich hier in so einem Schnitt wie eine Unterhose kann ich nicht eine total dicke Einlage einbringen, ne? Und die sind halt auch im Schritt dementsprechend schmaler hier. Und das saugt natürlich jetzt kein ganzes Pipi auf. Gerade nicht von einem 2-, 3-, 4-Jährigen oder älter. Und das ist dann auch der Knackpunkt, wo die Eltern sagen, boah, das ist aber genau das, was wir jetzt eigentlich bräuchten. Wir bräuchten was, was sich anfühlt wie eine Unterhose, was das Kind im besten Fall auch selber an- und ausziehen kann. Wo ich ihm sagen kann, nee, das ist ja keine Windel. Aber dann soll es doch bitte so viel saugen, dass das ganze Pipi weg ist und ich im Grunde mir keinen Kopf mehr machen muss. Was einfach für uns an den Stoffbinden nicht machbar ist. Also wir überlegen immer wieder, aber es ist halt, wo sollen wir das unterbringen? Das Saugmaterial, das geht halt nicht, ne? Ist auch aus Beratungssicht nicht machbar, weil ich tatsächlich hier gucken muss, warum habe ich jetzt diesen Rückschritt? Ja, warum braucht mein Kind jetzt wieder die Windel? Also, ne, ist ein Geschwisterchen geboren worden, wird es gerade in den Kindergarten eingewöhnt, ist Lockdown, haben wir gerade ganz viele Beratungen in der Richtung. Das macht mit den Kindern unheimlich viel, gerade diese aktuelle Zeit, ja. Dieses auch nicht in den Kindergarten gehen, Umzug, ist man gerade umgezogen oder auch, was wir jetzt auch viel haben, der Papa ist den ganzen Tag zu Hause im Homeoffice. Also es ist ja so, dass so die gewohnten Abläufe der Kinder, also gerade aktuell sieht man das ja auch, wenn die gestört sind oder wenn da irgendwas anders läuft, ja, dann reagieren die Kinder mit diesem Festhalten, mit diesem Verlust. Also ne, ich brauche hier jetzt diese Sicherheit, ich brauche wieder hier diese Sicherheit der Windel, ich brauche und da ist es halt einfach wichtig, genauer hinzugucken, den Kindern diese Sicherheit zu geben, aber trotzdem weiter im Tun bleiben. Also, also da eine Windel zu entwickeln mit ganz viel, das ist nicht die Lösung. Also da tue ich jetzt nur das Symptom bekämpfen, aber nicht die Ursache. Und Ja, ich weil die muss. Eltern dann denken, okay, ich bin abgesichert, ne, aber das Kind hat im Grunde da ja auch keinen Vorteil durch, ne? Genau, also ich muss dann immer gleichzeitig auf Ursachen Ja. Suche gehen und das auch mit dem Kind besprechen, sagen, hier, du hast da, entweder gehe ich ganz auf die Windel zurück, ja, dass ich sage, ja, dann ist es halt nicht nur das Trainerhöschen. Wenn das die Kinder, oder ich muss mit dieser Arbeit machen, wenn das Kind halt, also wenn jetzt das Kind jetzt so gar keine Windel möchte, ne, dann würde ich trotzdem diesen Schritt zur Trainerhose gehen und Führung übernehmen und zu sagen, ich weiß, du möchtest keine Windel. Nur ich habe so überhaupt gar keine Lust, jetzt hier immer Pfützen zu putzen, ne? Sondern da immerhin merkst du dann, du musst mal und dann kommst du gleich zu mir und wir wechseln die Hose. Ja? Ja, also einen Kompromiss finden in dem Fall. Also ich muss einen Kompromiss finden und gleichzeitig Führung übernehmen. Ja. Das ist dann, und die Ursache und auf Ursachensuche gehen. Und manchmal auch sagen, okay, ich gehe 2 Schritte zurück und dann wieder einen Schritt nach vorne. Ne? Wenn ich jetzt weiß, okay, Geschwisterchen ist geboren. Ja? Und ich habe da so ein 2,5-jähriges, 3-jähriges Kind, was dann wieder die Windel verlangt. Dann ist das ein ganz normaler Prozess, weil dieses Kleinkind wurde vom Thron gestoßen. Es hat Konkurrenz bekommen. Die Mama ist nur mit dem Baby beschäftigt. Also schlussfolgert das Kind, naja, wenn dieses Baby, ne, wird ja gewickelt, hat ganz viel Aufmerksamkeit, dann möchte ich jetzt bitte schön auch wieder wie ein Baby gewickelt werden, damit ich von meiner Mama auch die Aufmerksamkeit Ja. bekomme. Wenn ich das quasi verstanden habe und dann aus vollem Herzen sage, natürlich Kind, ne, du bekommst eine Windel, ich wickle dich so lange, wie du das brauchst, dann ist das Thema auch oftmals schneller gegessen, als man denkt. Es festigt sich nicht so, ne? Genau, weil die Kinder da wissen, ach ja, ich kriege ja trotzdem noch viel Aufmerksamkeit. Ja. Ja? Anders sieht es wieder aus bei Kindergarteneingewöhnung und. Da ist es wieder so dieses Sicherheitsgefühl, ne? Dieses, oh, da ist ja fremde Umgebung, fremde Menschen, fremde Kinder.
ich brauche wieder diese Sicherheit. Ja, ich möchte nicht in fremde Umgebung auf die Toilette gehen. Ich möchte die Erzieherin, zu der ich noch keine Bindung habe, möchte ich nicht fragen, ob sie mir den Hintern abwischt. Also, ne, ist das so ein vermeintlicher Rückschritt, aber eigentlich ist es eine gute Selbstfürsorge der Kinder. Die brauchen erstmal für sich die Sicherheit, damit sie sich aus vollem Herzen den anderen Dingen widmen können. Also wäre in dem Fall auch wichtig einfach, dass man individuell schaut, was möchte das Kind, ne? Würde das jetzt gerade Sicherheit geben? Und als Eltern sich so den Druck rauszunehmen, also diese Bewertung vielleicht rausnimmt von, okay, das ist jetzt ein Rückschritt oder ich mache meinem Kind da jetzt was kaputt, indem ich die Windel wieder anbiete oder so, ne? Ja, man muss da, glaube ich, individuell einfach schauen, was sind denn auch gerade meine Ressourcen? Also wenn ich weiß, ich habe gerade aber auch nicht die Aufmerksamkeit übrig, um halt immer zu schauen oder um immer zu wischen, dann muss ich halt schauen, dass ich irgendwas finde, was dann auffängt, damit ich einfach ein bisschen Druck raus habe. Genau, da muss man also individuell schauen und würde aber trotzdem, wie du schon gesagt hast, ich würde es nicht dann als Rückschritt bezeichnen oder sagen, okay, ich darf meinem Kind absolut jetzt nicht diese Sicherheit wiedergeben, wenn es es gerade braucht. Ne? Ja. Gut, dann ist es ja schon mal gut festzuhalten. Dann können wir das gut so weitergeben. Ja. Ist ja sogar eine Stärke, ne? Das Kind, also Kind weiß instinktiv schon, ich brauche jetzt hier noch was. Ja. Es weiß nicht, warum das jetzt gerade braucht, aber allein schon das zu kommunizieren, ist ja an und für sich eine Stärke, was das Kind, weil es uns darüber mitteilt, ich habe hier ein Bedürfnis, bitte schau genauer hin. Mhm. Ja, also genau. Und dann nehmen das die Eltern vielleicht auch nicht so als Rückschritt wahr, ne? Wenn sie für sich so lernen, okay, das ist eigentlich, hey, super cool, dein Kind merkt, hier ist irgendwas im Busch, sehe es als Stärke und greife auf. Ja,